Die drei Apple Watch Modelle haben zwei unterschiedliche Displaygrößen und Gehäusefarben. Die Apple Watch Sport ist aus Aluminium gefertigt und mit mindestens 400 Euro die günstigste Variante. Man kann sie mit einer Auswahl farbiger Kunststoffarmbänder kombinieren. Die Apple Watch ohne weiteren Namenszusatz besteht aus Edelstahl und Saphirglas. Die variantenreichen Armbänder sind aus Leder, Metall und Kunststoff. Die Apple Watch Edition gibt es nur in wenigen Apple Stores. Sie wird fünfstellige Eurobeträge kosten. Leder- und Kunststoffarmbänder stehen zur Auswahl für die 18 Karäter aus Gelb oder Roségold. Ab dem 10. April kann man die Uhren in den Apple Stores anprobieren. Ab diesem Zeitpunkt nimmt Apple auch Vorbestellungen entgegen. Der Verkauf beginnt zwei Wochen später.